Hallo Leute, heute geht es um eine besondere Holzschutzfarbe. Eigentlich ist der Begriff Farbe nicht ganz korrekt. Vielmehr betitelt der Markenhersteller Remmers die Farbe als Holzschutzcreme. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, hat das was mit der Viskosität bzw. der Konsistenz zu tun. Remmers Holzschutzcreme musst du nicht aufrühren. Des Weiteren kannst du ebenso gut über Kopf arbeiten, da die Farbe aufgrund seiner Konsistenz extrem tropfgehemmt ist. Undenkbar bei klassischen Lasuren. Gegenüber Deckfarben lassen Lasuren ihren Untergrund durchscheinen. Lasst euch von der anfangs deckend wirkenden Farbe nicht täuschen, die Holzschutzcreme verläuft nach dem Auftragen komplett selbstständig. Sie dringt tief in das Holz ein und bildet nach wenigen Minuten eine seidenglänzende Dünnschichtlasur in brillanten Farbtönen. Die Holzschutzcreme ist zudem eine 3-in-1 Lasur. Es ist nur ein Anstrich für dein Projekt notwendig. Ihr spart also mächtig Material und auch Geld. Welche Eigenschaften bietet die Wetterschutzcreme von Remmers? Sie bildet zum einen einen diffusionsoffenen Schutzfilm, das heißt Feuchtigkeit kann nicht entweichen. Zum anderen wirkt die Beschichtung hydrophobierend, das heißt nasse Oberflächen trocknen viel schneller ab. Zusätzlich wird durch den Schutz vor Witterungseinflüssen das Risiko der Entstehung von Bläue und Fäulnis sehr stark reduziert. Apropos Witterung, gerade bei massiver und langanhaltender Sonneneinstrahlung kann eine Außenbeschichtung spröde oder auch rissig werden. Auch hier punktet die Holzschutzcreme. Durch seine Eigenschaften blättert sie nicht. Außerdem kannst du eine Nachbehandlung ohne Anschleifen durchführen. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Zu den allgemeinen Hinweisen muss man noch sagen, dass du die Creme bitte nicht auf alten Deckanstrichen verwendest, auch wenn diese noch tragbar sind. Entferne auch alte Dickschichtlasuren restlos. Gehobelte oder sehr dichte Hölzer sind weniger saugfähig und benötigen einen zweiten Anstrich. Beim Werkzeug achte bitte auch darauf, Naturborstenpinsel zu verwenden, einen Flächenstreicher oder eine Velourrolle. Da diese Wetterschutzfarbe lösemittelhaltig ist, solltest du nach dem Gebrauch sämtliche Werkzeuge mit Verdünnung und Pinselreiniger sauber machen. Die Trocknung beträgt ungefähr 12 Stunden, das ist allerdings stark abhängig von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Habt ihr Fragen zu unserem Remmers Sortiment? Dann schreibt uns doch einfach in die Kommentare. Wir würden uns über ein Feedback freuen von euch.